Natürlich, die spanischen Teams sind weit besser als alles andere. Thanks forgiven for the $2. By far, yeah, of course, my friend. I will see you in the finals, I think. But you better prepare something good and cheesy, because otherwise I will crush you. Like, your mid laner is actually really boosted. But don't tell Froggen, because I'm scared of him, really scared. Alter, das klingt viel zu offensive, oder? Das klingt ja komplett offensive. Was schreibe ich denn hier? No! Das war doch ein... Oh Gott, da bin ich jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen vielleicht. Hatte eben einen in der Solo-Queue mit dem Namen No Way For You Sir. Und der hat mich als Hurensohn beleidigt. Ja, das war ich. Ich bin dafür bekannt. Man nennt mich ja auch Apocalypse, ne? Mit meinem zweiten Ingame-Namen. Und solche Leuche wie dich, die sind bei mir natürlich ganz weit unten, ne? Da werden auch schon mal Beleidigungen rausgehauen, ne? Deine Eltern und mal deinen Stream? Ja, tatsächlich. Meine Eltern, das ist voll süß, warte. Meine Mutter, als wir bei der EM rausgeflogen sind, also dieses Spiel gegen die Spanier gemacht haben, warte, hat mir meine Mutter geschrieben: Die Spanier waren bös, aber wo war denn dein Team? Haben sich die in diesen Gebüschen versteckt? Das ist so süß, Du hast Eltern? Ja, leider, ne? Diese Eltern. Boah! Schlimm ist das, sag ich euch. Komplett unsympathisch, wie die sich um einen gekümmert haben, 25 Jahre lang. Und einen jetzt zum Grillen einladen wollen. Und einen bei allem unterstützen. Richtiger 31er, ne? Die wollen sich nur einschleimen bei mir. Das sehe ich direkt, Drei Stück Torte oder drei Torten? Ich esse immer nur ganze Torten, weißt du? Ich bin ja Speedesser in meiner Freizeit, ne? Das wissen die wenigsten. Ihr wisst's jetzt. Und, ich halte ja den Weltrekord für most... Also für... TPS, ne? Torte per Second. Halte ich den momentanen Weltrekord. Also ich habe einen TPS-Score von 0,2, ne? Das heißt 5 Sekunden pro Torte. Und ich versuche natürlich immer dran zu arbeiten. Ich bin 25 Jahre alt. Ich wiege 300 Kilo. Und der nächste Stream könnte der letzte sein, ne? Das ist vielleicht das letzte Mal, dass ihr meine liebliche Stimme hört. Also, kauft euch jetzt die Fnatic Badelatschen! Denn dann habt ihr mich immer bei euch! Also, dass man Jungen so erzieht, dass sie mit weiblichen Spielzeugen aufwachsen, damit ihre die männlich-biologisch veranlagte aggressive Art unterdrückt wird. Ich meine, die haben ja auch schon so ein bisschen die Kontrolle verloren, oder? Solche Leute. Da frage ich mich, wenn ich sowas lese, haben denn die... Der hat die Pflanze ausgelöst, die Sau. Holy shit. Oh mein Gott, okay. Ja, das ist mein Teamkill, wenn ich einen gesehen habe. Wir versuchen die hier zu poken jetzt. Und das war nicht der Poke, den wir uns gewünscht haben. Boah, seriously? Damn. Riesenwave hier direkt verloren. Holy, das hat mich so mit der... Die letzte Spitze hat mich dann noch erwischt. Leck mich doch am Arsch, Alter.
Ah, wenigstens habe ich Spaß, das ist doch das Wichtigste. Die Eve kann mich halt jederzeit one-hitten, ne? Aktuell. Guck mal einfach nicht hin, dann wird's ja nicht kommen. Einfach hier draufklicken und die Finger weg vom Keyboard. Da sind wir bestimmt sicher. Da, jetzt können wir wieder steuern. Die Eve kann mich halt jederzeit one-hitten, ne? Aktuell. Ich wäre ja so tilted. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Also, ja. Oh! Wow, das war cool, ey. Ich glaube, die Ulti wäre gecancelt gewesen ansonsten. Das war insane mit der Pflanze. Was? Was? Hä? Ist ja gar nicht mehr so viele Leben. Also, bist du dir denn sicher, dass du noch auf der Lane bleiben möchtest? Wie kann ich das denn verfehlen? Der war gestunt. Nein. Ah, bringt mir die Tränen, Viole. Und dann kommt die Nidalee und die hielt ihn. Nein. Ah, oh, ich will nicht mehr leben. Wo ist die nächste Klippe? Wo ist die nächste Klippe, Leute? Ah! Per usual. Wenn, das ist halt, wenn man GP spielt. Unser Jungler hat sich selber mit dem Pillar fullblockt. Gegnerischer Jungler, 1v9. Unser Jungler fullblockt sich mit seinem eigenen Pillar. Alter, ich bin so brain dead. BM, ne? Extended BM. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, als hätte ich beim Spielen ab und zu einen Schlaganfall. Also... Ich habe teilweise echt gute Games und dann habe ich Games, da spiele ich wie eine Mülltonne. Das ist unglaublich. Was ist das denn hier für ein Gameplay? Da wird mir ja schwindelig von. Ich glaube, ich muss mehr essen. Es kann nur daran liegen, ich habe noch einen Kuchen, Junge. Ich hol gleich den Kuchen. Und danach, sage ich euch, nach dem Spiel schön die Käse-Mondtorte gönnen und dann geht's wieder aufwärts hier. An was anderem kann es nicht liegen. Da wird der Top-Laner gleich reprottet von den Gegnern, man kennt es. Ja, man ist sauer. Man weiß nicht, warum er sauer ist, weil ihn keiner verstehen kann, aber sauer ist er auf jeden Fall, du. Das wissen wir alle. Und wenn ich jetzt so eine Sejuani wäre, wo würde ich zurückporten? Genau hier. Gerade, damit er mich nicht fischen kann. Es ist im Übrigen, bei sowas dürft ihr euch nie aufregen als Laner, ne? Das ist mehr Gold fürs Team. So. Ja, das ist eine feine Sache. Er war zur Sicherheit da, ne? Das ist super, dass er da für die Sicherheit da ist. Weil wenn ihr da anfangt zu flamen, das bringt eine sehr, sehr schlechte Teamstimmung mit rein. Jetzt ein Schild raus. Ich glaube, das hat mehr Cooldown als mein... Okay, hat's. Was, wenn ich den Varus irgendwo sehe, wird kommen... Uff! Brücke, wo bist du?
Da muss man doch committen, Sarabul hier. Also, ne, da war... Ich bin voll committed. Also, das war ein astreiner Engage. Da lass mir auch nichts sagen mehr. Deswegen sind die auch Diamond und ich nicht. Ich committen kann, aber ich glaube, ich hätte gekonnt. Riot! Gute Arbeit, Jungs! Der Losing Streak ist gebrochen! Jetzt geht's direkt wieder hoch nach Master 150 LP.